Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Frühlingsritt. So, bitte zu Anfang mal die Bitte, das klingt vielleicht doof, zu Anfang die Bitte, keine Spoiler zu schreiben, denn ich hatte Kommentare, die mir quasi schon den ganzen Spielinhalt geschrieben haben. Das macht es mir natürlich ziemlich kaputt und die Kamera geht Enrage. Und nochmal die Frage, ich hatte es zwar das letzte Mal schon erklärt in der Folge, aber das Spiel hat nichts mit Star Stable Online zu tun. Es ist ein Vorgänger. Es hat an sich mit SSO überhaupt nichts zu tun. Weil es kam die Frage, ja, Star Stable, warum? Aber es ist doch was anderes. Warum Star Stable? Es ist ein ganz alter Vorgänger. Und ich verstehe nicht, warum das Gerücht aufgekommen ist, aber warum sollte ich Star Stable Online sein lassen, weil ich das hier spiele? Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, macht euch da keinen Kopf drum. Das wird alles ganz normal weiterkommen. Seht ihr ja auch im Uploadplan und da habe ich mich auch gewundert, warum das denn kam, dass das blöd ist, dass ich jetzt deswegen SSO sein lasse, weil ja die Folge SSO gestern schon vor Frühlingsritt draußen war. So. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir machen hier die Dailies. Wir putzen die Pferde im Stall von Rockville, füttern sie, tränken sie und misten aus. So, im Endeffekt, was haben wir hier? Im Stall von Rockville brechen neue Zeiten an. Auf geht's, bringen wir die Pferde auf Hochglanz. Sagt mir Bescheid, wenn sie picobello sauber sind. John Jett, die neue Besitzerin. Jawohl, füttern. Gut gefütterte Pferde sind der Garant für den Erfolg eines Stalls. Achtet darauf, dass alle wirklich satt sind. John Jett, die neue Besitzerin. Was haben wir hier noch? Im Stall von Rockville sollen die Pferde bestens versorgt werden. Sie sollen sich rundum wohl fühlen. Als nächstes steht deshalb an, allen Pferden ausreichend Wasser zu geben. PS, benutze bitte nur den stalleigenen Eimer, wenn du Wasser aus dem Brunnen holst. Wir wollen nicht, dass unsere Pferde aus einem anderen Eimer trinken. Und das Ausmisten. Unsere Pferde sollen sich in ihren Boxen behaglich fühlen. Bitte misst die Boxen möglichst bald aus. Machen wir, machen wir. Das sind jetzt eben so diese wiederholbaren Aufgaben. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Futter. Also, nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Das war eben nicht böse gemeint. Ich war nur sehr verwundert über die Fragen, die teilweise, über die Fragen, die teilweise aufgekommen sind. So, füttern. Manche Sachen, wie gesagt, das jetzt SSO deswegen natürlich weitergeht. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, das zu erwähnen, weil das für mich selbstverständlich war von vornherein. Und wie gesagt, weil ja auch die SSO-Folge schon vorher kam und sie im Plan steht. So. Wow. Zack. Nochmal gefüttert und es ist eben, ich bitte da wirklich um Verständnis, es ist ja lieb, wenn ihr mir was erzählen wollt, aber wenn ich das ganze Spiel schon kenne, dann muss ich es gar nicht mehr spielen, das macht mir ja die ganze Geschichte kaputt. Deswegen, ich habe auch den Kommentar, als ich gemerkt habe, es läuft auch sowas raus, habe ich gar nicht mehr großartig weitergelesen, um nicht alles wirklich zu wissen, habe ihn direkt rausgelöscht. So. Die können wir schon mal abgeben. Prima, weiter so. Halte immer die Augen offen und vergiss nicht, auf dem schwarzen Brett nachzuschauen, ob weitere Arbeiten zu erledigen sind. Mit dem Geld, das du dir damit verdienst, kannst du dir ein neues Pferd oder eine bessere Reitausrüstung kaufen. Alles klar. Ich nehme das jetzt noch nicht an, die andere Quest, denn ich muss hier noch das Mistzeug einsammeln. Putzen hätte ich eigentlich auch schon gekonnt. Wo ist eigentlich der Eimer? Das hier ist doch unserer, oder? Oder bin ich jetzt mit Schugo? Kann natürlich auch sein. Kommt bei mir häufiger schon mal vor. Nein, Spaß. So, den hauen wir auch weg. Den Misthaufen und den da. So. Und rüber. Und zack. Das hier ist schön. Das hätte ich gerne. Das ist echt schön. Das ist so eine Mischung aus Morningstar. Es ist eigentlich wie Morningstar, aber es ist ein bisschen dunkler. Es ist so ein bisschen wie das Self-Rancé, was ich habe. Mein Dragon Soul in SSO. Bravo, das sieht sehr gut aus. Fantastisch. Hier ist die vereinbarte Belohnung. Und vergiss nicht, auf dem schwarzen Brett gelegentlich mal wieder nachzusehen, ob Arbeit ansteht. So. Jetzt müssen wir noch putzen. Das ist mit der Bürste hier. So, striegeln. Ach ja, das ist so ein bisschen... Das hier ist... Das Modell, was finde ich ein bisschen anders aussieht, es wirkt anders als das hier, finde ich. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ich weiß es nicht, das geht mir auch in SSO so, weil die NPC-Pferde, das ist ja hier diese ganz alte Form.
Die sehen ja auch ein bisschen anders aus, die Pferde, die da im Stall stehen, als das Jorvik'sche Warmblut. Ich wurde schon, habe schon geschrieben bekommen, was, das sieht voll toll aus da im Stall, warum ist das bei SSO nicht so? Ich bin ja mal gespannt, wie ein SSO der Stall wird, wenn er bearbeitet wird, aber das ist schon schön hier oben mit dem Gebälk und die Lampen unter der Decke, das ist schon hübsch. Also ich soll nur den anderen Eimer nehmen. Aber wo ist denn? Der war doch rot. Blau ist doch unsere. Gut gemacht. Du scheinst ein Auge fürs Detail zu haben. Vergiss nicht, regelmäßig auf dem schwarzen Brett nachzuschauen. Demnächst müssen die Pferde erneut gestriegelt werden. Ich denke mal jedes Mal, jeden Tag. Nur ist es hier nicht so wie in SSO, dass es wirklich ein echter Tag ist. Ich habe schon gesehen, man kann ja auch übernachten. Ja, wie hole ich jetzt Wasser? Das verstehe ich nicht. Was ist das hier? Mr. Black braucht die Pferde tränken im Stall. Du musst alle Pferde im Stall von Rockwell trinken. Ja, aber wo ist denn jetzt der Eimer? Den habe ich doch eben eigentlich eingesammelt. Mit dem hier kann ich doch nichts machen. Das ist erstens nicht der Eimer, den wir nehmen sollen. Kann ich die auch abbrechen und nochmal neu annehmen? Hoppala. Ha, unser Inventar. Nee, anscheinend kann ich die nicht neu annehmen. Pferdeinventar, unser Inventar, genau hier. Ich kann auch noch verbessern. Ach Gott, guck mal, ich kann die alle setzen. Fertigkeitspunkte. Das Reiten setze ich mal recht hoch. Das Springen vielleicht auch noch so schon mal bis dahin. Und 5 setzen wir noch auf Hilfen. Mache ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist, aber gut. Ach, guck hier. Schon wieder was aufgeploppt. Was? Das kommt sofort wieder? Dann kann ich mir im Endeffekt ziemlich schnell das Geld cheaten. Es ist ja nicht cheaten. Hocharbeiten. Erarbeiten. Rockville Rennen. Yay, ein erstes Rennen. Caddy, ich habe eine neue Strecke rund um Rockville abgesteckt, die sich sehr gut für Reitschüler eignet. Sie soll die Schnelligkeit und die Ausdauer der Pferde trainieren. Könntest du mal testen, ob die von mir veranschlagte Zeit okay ist und das Pferd gut trainiert wird? Na klar, das will ich unbedingt ausprobieren. Und es geht direkt los. Kann ich hier auch mit dem Mausrad eigentlich beschleunigen? Ja, geht genauso. So, hier geht's rum. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und hier unten rechts rum? Ach, schön. Oh, das Pferd wird aber relativ schnell müde, kann das sein? Ach, schön. Jetzt reiten wir zum ersten Mal durch den Wald. Wir sehen hier viele Bodentexturen. Die hier zum Beispiel, die kennen wir auch aus SSO. Die ist genauso übernommen worden. Natürlich ist das hier alles etwas schwammiger. Der Berg ist, glaube ich, so wirklich übernommen worden. Man sieht eben, dass die Modelle, dass das natürlich übernommen wurde. Klar, warum auch nicht? Aber man hat in SSO sieht man natürlich ganz klar, dass das Spiel noch jünger ist, dass das neuer ist, da sind die Texturen schon besser überarbeitet. Aber wenn ich mal überlege, wie alt ist das Spiel hier schon? Das ist doch schon eine ganze Ecke alt. Das müsste ich echt nochmal gucken, auf der Packung oder so. Also war schön hier oben. Oh, was ist schön. Das erste Rennen. Wuhu. Das müsste ich echt nochmal gucken. Das steht bestimmt irgendwo auf der Packung. Von wann das Spiel ist. Boah, ist aber eine lange Strecke hier. Meine Güte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow. So, und jetzt wieder zurück, da wären eine Tränke gewesen. Und nu? Hier ist ein Stall zum Speichern. Ganz oben auf dem Berg. Ach Gott, guck mal, wo wir hingucken können. Wow, da hinten müsste in der Richtung müsste Moorland sein. Und da. Wow. Sorry. Und da hinten irgendwo. Da unten müsste der Apfelhain sein, oder? Kommt es hin? Dass das hier oben an dem Berg ist? Könnte. Oder zumindest ist das die Richtung. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Sieht für mich auf jeden Fall so aus, als ob da hinten vor Pinter liegen müsste. Rein theoretisch. Ich bin ja mal echt gespannt, ob das noch reinkommt. Bin ich wirklich.
So. 5 Minuten 30 ist die veranschlagte Zeit. 2:20 reiten wir gerade. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Aber tatsächlich wirklich ein langes Rennen, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, wenn man mal weiß, wie lang die Rennen in SSO so sind. So, weiter hoch. Ich würde auch sagen, als erstes trainieren wir die Geschwindigkeit vom Pferd. Ich bin immer so ein Geschwindigkeitsjunkie. So, ab durch Rockville und jetzt sind wir gleich wieder am Stall. Da unten ist Jordan. Yay, du hast es geschafft. Vergiss nicht, dir deine wohlverdiente Belohnung abzuholen. Nach, als ob wir eine Belohnung vergessen würden. Sind wir mal ehrlich. So. Zack. Gut geritten. Deiner Meinung nach ist das Zeitlimit für den Parcours also angemessen und dein Pferd wurde dabei ordentlich trainiert? Prima. Ich trage das dann also als Zielzeit für Reitanfänger ein, die sich bei uns melden. Auch für die Medaillen habe ich mir schon Zielvorgaben überlegt. Wenn du diese Zeiten unterbieten kannst, bekommst du die jeweilige Medaille. Das ist doch eine gute Idee. Bronzemedaille im Rockville-Rennen. Okay, das heißt, dann müssen wir es nochmal machen. Shopping bis zum Umfallen, das klingt doch auch gut. Wollen wir das vielleicht erstmal machen? Hey, Cuddy, kannst du den Laden von Rockville... kennst du den Laden von Rockville? Manny führt ein hervorragendes Sortiment für Pferd und Reiter und ich schlage vor, dass du dich mal bei ihm umschaust. Mit der richtigen Ausrüstung reitet er sich gleich nochmal so gut. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben ja sowieso noch eine Quest offen. Schön, dass hier die Quests nicht zurückgesetzt werden, wenn man sich aus dem Spiel rausgeht. Ich wünsche mir, dass das in SSO auch noch passieren würde. Das wäre ganz praktisch, wenn da die Quests nicht immer sofort zurückgesetzt werden würden. So, wo ist er denn? Hier hinter dem... Du hast das Dorf entdeckt! Dorf Rockville! Wo ist... Ah, da oben! Stopp! Rutz. Da oben ist Manny. Manny, Manny, Manny. Da, 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 da. Stopp. Hallo, Cuddy. Ja, ich bin Manny. Ah, Jordan Jet hatte ich zu mir geschickt. Das war eine gute Idee von ihr. Nun, du kannst dich gerne in meinem Laden umschauen. Vielleicht findest du ja was, das dir gefällt. Ein Level Up. Hooray. Wollen wir mal im Laden gucken? Ach, guck, hier können wir Futter kaufen. Ach, schade, ich kann mir das hier gar nicht angucken. Hilfen plus 6, Hilfen plus 3, Hilfen plus 2, Ausdauer, okay, ja, der Hut bringt, der Dressurzylinder bringt Reiten plus 3, da wären wir ein bisschen schneller. Hey, das bringt Reiten plus 3 auch, Reiten plus 4 die Weste, boah, die ist aber auch recht teuer, die ist aber auch recht teuer, oh, Tempo, der Sattel, boah, der Profisattel. Ja, vielleicht erstmal noch nicht. Ich würde gerne ein anderes Pferd mir kaufen. Das würde ich lieber machen zuerst. Oh. So, wollen wir die Quest noch annehmen? So. Du, Cuddy, ich habe mir überlegt, wie ich mein Geschäft etwas einladender gestalten könnte. Vor allem im hinteren Bereich. Könntest du mir wohl auf der Wiese außerhalb des Dorfes ein paar Blumen pflücken? Kein Thema. Das können wir doch machen. Dann müssen wir dahin, ne? Ja, scheint so. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zum Blumenpflücken. Das erinnert mich fast so ein bisschen an die Midsommerquest, die wir jetzt gerade noch gemacht haben in SSO. Da mussten wir auch noch Blümchen pflücken. Schön ist die Sommernacht zum Blumenpflücken. Ich weiß, ich fange damit jedes Mal wieder an. Ach nee, da muss ich ja gar nicht hin. Die orangenen Punkte sind die Blümchen, oder? Ja, super. Da habe ich mich direkt das erste Mal vergurkt hier. Ja, das haben wir schon rausgefunden mit den... Ja, das andere Pferd, das hatten wir uns auch schon durchgelesen, dass wir es dann einfach anklicken müssen, aber wir haben kein Geld. Also wir haben Geld, aber nicht genug. So. Die werden wohl hier wachsen, nehme ich doch stark an. Ein bisschen außerhalb halt, weil hier die orangenen Punkte sind. Ah, ja, genau. Yay, die mysteriöse Weise hat uns nicht bekommen. So, aufsammeln. Da unten ist auch dieser Dressurplatz. Den wir schon gesehen haben. So. Zack, die sammeln wir ein. Und
Ach so, ich habe hier genau die Maxi, die Anzahl, die ich auch brauche. Da blinkt nämlich auch noch eine. So, ja, Aufgabe erfüllt. Blumenschmuck, Aufgabe erfüllt. Hooray! Gut, dann reiten wir jetzt zurück zu Manny, überbringen ihm noch die Blümchen für seinen Stand, damit er sich das da alles ein bisschen schöner machen kann und einladender gestalten kann. Kommt dann vielleicht auch für potenzielle Kunden besser. Ja, hier Steigbügel werden überbewertet. Ist ja wie beim neuen Friesen, da ist das Problem ja auch. So, oh, alles gut. Prima. Oh, wunderbar. Die sind ja prachtvoll. Die werden sich in meinem Laden sehr gut machen. Ja, freut mich dort, dass wir helfen konnten. Und ihr Lieben, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und morgen geht es weiter hier. Bis dahin. Tschüss.